Ja, also wieder bei Donkey Kong 64. Beim letzten Mal haben wir die Bananenfeen gefunden, haben noch hier bei dem Minispiel von Diddy uns ein kleines bisschen geärgert. Und nun wollen wir hier den Kampf machen. So. Immer schön den Typen da mit seiner Blaupause weghauen. Weil der am meisten nerven kann. Vor allem, wenn er sowas macht. Nein. Das sah interessant aus. So. Aber hey, wir haben hier quasi so eine Art Vorschau, was für Gegner uns bald erwarten werden. So. Und ich glaube, das ist geschafft. Außer ich springe jetzt noch an der Krone vorbei. Aber damit haben wir auch die Krone für die Overworld. Aber gut, hätten wir das auch mal entdeckt. Bin ich irgendwie mehr oder weniger eigentlich nur zufällig dran gekommen. Weil ich beim Runterfallen gesehen habe, hey, guck mal, das ist ja was. Da geht es wahrscheinlich zu der Welt wieder hoch. Ne? Wo geht's denn hier lang? Wenn ich die Kamera dahin dürfte. Danke. Hm? Achso, das war noch ein Rohr. Ich dachte, das ist irgendwie auch ein Stein oder so. Ja, aber ich glaube, sonst scheint hier nichts zu sein. Ist das eine Banane? Okay, das ist eine Banane. Holen wir uns doch mal eben, Lanky. Das wäre schon seine vierte Banane dann. Und falls er dann noch die Blaupause hatte, hat er schon... Nee, seine dritte. Und falls er die Blaupause hat, seine vierte. Moment. Statt hinzuschwimmen, kann ich einfach mal hier rüberporten. Na, merke, wie gut ich mich ja teilweise umgesehen habe, wenn ich hinter dem Teil direkt noch eine Banane vergessen habe. Ja, hallo? So. Aber so kann man auch leicht an Bananen rankommen. So. Dann auf in die nächste Welt. Lanky, du schwimmst sehr komisch. Aber das ist ja wahrscheinlich nichts Neues. Na. Wow. Wow, Spiel. Anstatt einfach da reinzuschwimmen, nein, ich schwimme jetzt einfach mal schön am Rand lang nach oben. Moment, hier könnte ich noch nicht hochschwimmen. Hier. Fast. Fast. Immer noch nicht. So, wir wollen natürlich die Welt wie immer mit Donkey Kong beginnen. Nope. Ich gehe nicht, weil die dumme Laterne da im Weg stand. Na dann, schauen wir mal, was haben wir denn hier für eine neue Welt? Diese Kongs, sie kommen unerwartet gut voran. Cheftechniker, ich hoffe sehr, die Kaputtomatik wird bald wieder einsatzbereit sein. Wir hatten einige technische Probleme und meine gesamte Crew ist ein fauler Haufen. Immer auf die Crew schieben. Lügt, Majestät, ständig schläft er. Bitte vergebt mir, Gütiger, wir haben wirklich hart gearbeitet. Wachen, niemand verlässt den Raum, bis die Maschine funktioniert. Wir werden alles geben. Help. Johanna.
So, wir sind hier im Aqua-Albtraum. Oh, das klingt nach Wasserlevel. Albtraum trifft sich ja sehr gut. Na dann, los geht's. Da haben wir für Chunky. Hier sehe ich schon Bananen für Lanky. Und hier haben wir schon das erste Tauschfass. Lighthouse in der Richtung. Hier haben wir schon die Sachen für Tiny. Ah, aber was für Donkey Kong. Gut, dass ich noch nicht gewechselt habe. Muss man überhaupt das Tor öffnen? Mhm. Da könnte ich auch noch weiter. Sehe ich da vorne vielleicht eine Teleport-Plattform? Ja, ist eine Teleport-Plattform. Huch. Okay, da ist ein Wasserschalter. Bin ich auch wieder raus? Okay. Ich hatte eine Seerobbe gehört. Vielleicht. Da ist ein... Ich kann man sie also zu Ongardern verwandeln. Cool. Ich habe auf jeden Fall schon mal die Blaupause für Didi gefunden. Und ein Feld für Chunky. Gut, ein Ballon für Tiny. Man findet ja schon mal ein paar gute Sachen am Anfang. Geh mal weg. Okay, ich kann die Kamera auf jeden Fall nicht drehen. So. Na gut, dann schauen wir mal in der Richtung dahin weiter. Da ist nämlich ein Pfeil, der nach unten zeigt. Frage ist, komme ich da überhaupt hoch? Nein. Hier? Auch nicht. Also war eigentlich der ganze Weg hier umsonst. Außer ich finde unter Wasser noch was. Moment, da? Auch nicht wirklich. Ein Tauschfass. Nee. Erst einmal mit einem Kong alles durchsuchen. Hier sind ganz viele Schatztruhen. Noch ein Tauschfass? Ja. Okay. Da kann man immer das Wasser hier ablasten und dann komme ich an das eine Tauschfass nicht mehr dran. Deswegen ist da noch ein zweites. Was haben wir denn da? Käfig? Aber ich komme auch nicht dran. Na? Komm raus. Das hat eben auch schon mal geschafft. Da ist auf jeden Fall irgendwas drin in dem Käfig. Na gut. Dann schauen wir hier hinten weiter. Chunky-Bananen. Immer ist ja überhaupt... Oh, ich habe die 1 aktiviert. Gut, kann ich gesehen. Und die 2 möchte ich auch gerne aktivieren. Ich glaube, hier hinter ist aber auch sonst nichts. Nee. Okidoki. Da ist noch ein Gang. Und zufällig vielleicht irgendwo noch ein Teleporter. Schauen wir mal, ob hier im Gang was drin ist. Ja, Kamera? Kamera? Ja? Oh, bist du gerade geil. Oh, oh, Kamera. Mm. Hilfe. Nein. Okay. Chunky Münzen. Hey, ich habe was für Donkey Kong gefunden. So, jetzt ist die Frage... Was mache ich hier mit diesen Truhen? So, schlagen kann ich sie schon mal nicht. Anschießen bringt auch nichts. Na gut, kann ich irgendwie hochklettern? Nein. Also erstmal nichts. Na gut. Wir gucken uns ja auch erstmal nur um. Moment. Das hat schon fast getroffen. Das hat schon fast getroffen. Das wollte ich nicht machen. Ach, das ist doch immer wieder super hier mit dem Analogstick.
Ups, das war ein paar mehr, als ich in die Luft jagen wollte, aber gut. Auf jeden Fall sehe ich da oben schon mal Cranky. Kann ich hier hochklettern? Nein. Da kann ich mich zu Herr Cranky hochschießen lassen, wenn ich das richtig sehe. Da ist das Kampffeld. Da sind Bananen für Didi und Münzen für Didi. Ich finde für alle Kongs das, nur nicht für Donkey. Fünf Bananen sind echt, dann hast du bestimmt gefälscht, weißt? Okay. Okay, ich brauche irgendwie 5000 Punkte in irgendeinem Spiel. Wett. 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 Muss ich eine Rakete zusammenbauen? Okay. Okay. Das Spiel ist seltsam. Aber gut. Ich spiele das einfach mal, ne? No! Bin schon wieder drauf gefallen. Diese nicht vorhandene Musik irritiert mich so ein bisschen. Ist die Rakete jetzt voll? Kann ich da jetzt irgendwie rein? Hätten wir die Punkte noch holen können. Okay. Hallo? Kann der Monitor bitte ein bisschen weniger voll sein? Ich glaube, was wir den Rest des Parts machen. Ja, toll. Natürlich kommt er mir direkt an der Wand entgegen, ne? Das ist sowieso am unfairsten. Moment, kann ich durch die Wand gehen, dass ich auf der anderen Seite wieder rauskomme? Ja, kann ich. Ja, Moment. Ja, wenn das so ist. Das wusste ich nicht. Da kann ich ja quasi auf der anderen Seite der Wand sehen, ob da gleich an mir entgegenkommt oder nicht. Jetpack Game. Außer die spawnen da gerade. Dann ist es natürlich, dann kann ich es natürlich nicht sehen. Nein! Natürlich flog er runter. Haben die auch, je nach Farbe machen die auch andere Bewegungen vielleicht? Also lila fliegt runter, wenn ich das richtig sehe. Aber grün auch. Und die roten da oben fliegen die ganze Zeit einfach geradeaus. Und da kommt wieder der Lilane, der mich töten wollte. Oh, ich wollte noch nicht in die Rakete rein. Ich habe nur das Ding abgelassen. Jetzt habe ich aber weniger Punkte als vorher. Nicht so schön. Nein, 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 nein. Hilfe? Bin ich in der Rakete sicher? Nein, natürlich nicht!
Man kann es auch ein bisschen übertreiben mit den Gegnern hier, ne? Minimal. Man kann es minimal übertreiben. Vielleicht. Das Spiel ist echt hart. Da ist ja Donkey Kong am Anfang nichts dagegen. Und irgendwie sterben die jetzt alle gerade einfach. Ey, was soll ich dazu noch sagen, wenn die Dinger direkt vor meiner Nase spawnen? Nein, da bin ich zu schnell runtergefallen. Ich wollte noch abbremsen. Frag mich gerade, kann ich einfach in dem Level bleiben und hier Punkte sammeln? Ist doch viel einfacher. Nein, die spawnen wieder direkt vor meiner Nase. Camps und Joystick. Gibt das Spiel eigentlich auch wirklich? Also irgendwie, ich frag eigentlich nur daran, wenn die Dinger mir direkt vor der Nase spawnen. Da, schon wieder. Kommen einfach 1000 Dinger plötzlich aus der Seite raus. Ja gut, da konnte ich nichts mehr machen. Ich glaube, ich bleibe einfach im ersten Level und farme dort meine Punkte zusammen. Ist, glaube ich, angenehmer als in Level 2 zu gehen. Komm, der wird doch nie im Leben erwischt. Ich war da sicher. Geh weg. Ich sag da einfach nichts mehr zu. Die spawnen immer genau da, wo ich gerade hin möchte. Ich bin tot. Ich hätte nach rechts ausweichen können. Ich vergesse, dass man rechts über die Wand durchgehen kann. Wir schaffen das noch in diesem Part. Das ist nicht schwer. Das Spiel ist nur ab und zu ein bisschen unfair. Wenn es mir Gegner quasi direkt dahin stellt, wo ich sie... Wieso bin ich da jetzt gestorben? Bin ich an der Wand hängen geblieben? Nein, nein, ich will kein Fuel. War der jetzt schneller als ich? Wenn ja, dann finde ich das auch unfair. Schon wieder an der Decke hängen geblieben, weil ich ein bisschen zu weit links war. Nein, nein, das Spiel ist nicht schwer. Nein, nein. Easy. Easy wie sonst was. Schaffe ich mit geschlossenen Augen. Nein, 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 nein. Geh weg. Ich weiß nicht, ob ich eher oben oder eher unten bleiben soll. Ist beides hier tot. Nehme ich noch mit und ablegen. Hm. Alter. Das ist teilweise echt gefährlich hier. Hilfe? Hilfe? No, 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 no. Verdammt. Da bin ich doch in einen reingeflogen. So, ich warte jetzt nur noch auf die Punkte. Versuchen wir hier einfach mal 5000 Punkte zu sammeln. Na komm, kann ich eben noch ableben, dann kann ich jederzeit gehen, wenn ich muss. Okay, es kommen noch Punkte. So, 950 Punkte nur noch. Das wird ja wohl machbar sein. Natürlich spawnt da wieder einer direkt neben mir. So, komm. Irgendein Teil noch. Okay, wir haben unsere 5000. Wie ich die Ramons auch noch einsammeln muss. Wie mies. Aber ich glaube, ich habe sie. Ich
versuche jetzt einfach mal drauf zu gehen. So. Was? Wie, noch ein Versuch? Ah, ich habe es doch gerade bekommen. Hä? Habe ich die nicht gerade eingesammelt? Kann ich mir die irgendwo anschauen, ob ich die Rare Münzen habe, Insgesamt nur. Hä? Ah. Hab ich die nicht? Muss das Spiel auch schaffen? Reicht sich einfach nur die Punkte zu sammeln? Der hat gesagt, ich muss noch 5000 Punkte sammeln, oder nicht? Oder bin ich jetzt ganz blöd? Ich will da nicht nach unten. Irgendwie ist mir das da unten ein bisschen zu gefährlich, so viele Viecher, die da entlang fliegen. Ich sammle jetzt erstmal nochmal. Dann versuche ich einfach nur das Level hier zu beenden, einmal. Ich sag doch, es ist viel zu gefährlich da unten, ne? Kaum gehe ich einmal zu dem Fuel hin, bin ich instant tot. Könnt ihr bitte da oben mal weggehen? Ich möchte auch meine Punkte sammeln. Bin tot, bin tot. Bin ich tot. Ich lebe noch. Jetzt bin ich tot. Der Typ kam aus dem Nichts. Also die Rakete ist jetzt wieder voll. So. Nein! Erscheint doch nicht da unten, die dummen Punkte. Ich bin schon wieder abgerutscht. Er hat nirgendwo gesagt, ich soll das Spiel schaffen. Ich soll nur 5000 Punkte erreichen, um eine Rare-Münze zu erhalten. No. Geh weg. Und ich habe meine 5000 Punkte erreicht. Ganz fair und legitim. Ich die hier teilweise noch hole. Könntest du mir bitte nicht in den Kopf reinfliegen? Würde ich dir sehr dankbar für. Weißt du, das eine Spieler lief so gut und dann kriege ich einfach meine Münze nicht, warum auch immer. Und jetzt brauche ich erst wahrscheinlich wieder 3000 Anläufe. Kurzer Schnitt, wir sehen uns, wenn ich nochmal die 5000 habe. So. Wir sind mittlerweile 5000. Da ist meine Rare-Münze. Rareware Coin Collected. Ich hab doch auch beim letzten Mal eingesammelt. Was, du hast die Rare-Münze? Das gibt's ja nicht. Du musst geschummelt haben. Aber aus Spaß magst du sicher weiterspielen. Interessiert? Nein. Habe ich die nicht beim letzten Mal auch mit eingesammelt? Oder bin ich jetzt... Egal. Das war's auf jeden Fall von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.